Und damit kommen wir jetzt zu einer Band, die pressemäßig, glaube ich, momentan überall dabei war. Sie ist sowohl auf dem Cover vom Musikexpress als auch auf dem neuen Intro-Cover. Hm? Nee, natürlich nicht. Auf dem Cover vom Musikexpress ist sie tatsächlich, aber es gab zwei Varianten und ich habe die mit Japanik bekommen, auch eine tolle Band, aber nein, die Rede ist von Warpaint. Die sind auf mehr Musikmagazin-Covern, als diese kurze empirische Umfrage hier gerade ergeben hat. Warpaint ist eine Frauenband, kann man in dem Fall ruhig mal dazu sagen, weil es ja doch immer noch was Besonderes ist, dass es im Rock, im Pop eine komplette Band geht, die wirklich nur aus Frauen besteht. Hat ganz am Anfang, glaube ich, mal einen Schlagzeuger mitgemacht, hat auch immer mal so die ein oder andere Liebschaft der Damen ein bisschen mitgeholfen. Beim ersten Album war es John Frusciante, ehemaliger Gitarrist der Red Hot Chili Peppers. Jetzt könnte es, glaube ich, Josh Klinghoffer gewesen sein, derzeitiger Gitarrist der Red Hot Chili Peppers. Ich erkenne da ein Muster. es gibt da noch so ein paar andere Leute, die im Umfeld sind, wobei kreatives Umfeld, kreative Szene von L.A. ausnutzen, gut und schön. Ich glaube, die Damen sind ganz gut in der Lage, alleine was auf die Beine zu stellen. Das tun sie auch musikalisch. Aber dass man so ein paar Freunde hat, die einem ein bisschen helfen. Freunde oder wie in diesem Falle sogar quasi nicht Bluts, aber doch Verwandte, nämlich den Ehemann, den eigenen, kann man ja auch mal ansetzen. Im Falle der einen Dame ist der Ehemann niemand anderes als Chris Cunningham, der ursprünglich ja mal bekannt geworden ist, unter anderem für seine tollen Videos für FX Twin. Und mit diesem haben sie auch eine Dokumentation gedreht, jetzt zum neuen Album, das den Namen wie die Band trägt, also es heißt auch Warpaint. Und es gibt keine offizielle Single, es gibt kein offizielles Video, keinen Clip zur Single Love is to Die, wenn das denn überhaupt die Single ist. Das ist ja heute alles ein bisschen schwierig im Zeitalter der auch digitalen Veröffentlichung. Aber wir haben hier diesen kleinen Ausschnitt aus einer demnächst erscheinenden Film-Doku von besagtem Chris Cunningham, der die Band beim Entstehen des Albums begleitet hat. Und in diesem Ausschnitt ist auch zumindest zu teilen dieses Lied zu hören. Klingt kompliziert, hört sich aber so an. Hier sind sie, Warpaint, Love is to Die. Das also als kleiner Eindruck. Und was man schon mal jetzt sagen kann, zumindest oder was ich sagen würde, aus meinem persönlichen Geschmack, den Anwärter für das attraktivste Cover, die attraktivste Covergestaltung, sind Warpaint in diesem Jahr auf jeden Fall schon mal. Auch das Cover des Albums wurde von Chris Cunningham gemacht. Das ist es, so sieht es aus. Schon sehr, sehr schick. Passt irgendwie auch, denke ich, so ein bisschen zu dieser stilvollen, speziellen Musik, die sie machen. Shoegazing kommt auf jeden Fall sehr stark wieder in diesem Jahr und auf diesem Album ist dieses Element noch stärker vorhanden. Es ist noch ein bisschen ruhiger als der Vorgänger The Fool. Auf diesem Album sind die Stücke entspannter, die Sounds sind nicht mehr ganz so aggressiv. Und es wurde ab und zu auch mal von so einem leichten, es wurde ab und zu mal so ein bisschen der Vergleich mit The XX bemüht. Sie sind da, finde ich, doch noch in einer ganz anderen Ecke, aber natürlich gewisse Anklänge so im Sound sind da durchaus vorhanden. Warpaint wurden in der Presse, kann man sagen, nicht nur auf Titelbilder gehievt, die nicht vorhanden sind. Sie sind auch gut weggekommen, also sprich, wurden überall ziemlich einhellig gefeiert. Da bin ich mal gespannt, was denn die Kollegen sagen. Christoph, wie findest du Warpaint? Ich bin ja meistens nicht so für die Sachen, die von der Presse so gehypt werden, aber in diesem Fall finde ich es wirklich super. Ich finde es wirklich gut. Ich finde, wie du schon sagst, dieses Cover ist großartig. Die Produktion finde ich richtig toll. Also das klingt ja teilweise so ein bisschen so, wie das jetzt auch in diesem Video geklungen hat. Es klingt ja tatsächlich so, wie manchmal, als hätte man einfach in einen Raum ein Mikrofon reingehängt und da ist so überall so ein bisschen Hall drauf, da sind Räume rauszuhören. Die Drum-Sections sind unglaublich gut produziert, ganz tolle Snares und alles dabei. Und das Ganze fügt sich irgendwie echt richtig gut zusammen und dann mit dieser Stimme und den Kompositionen, also finde ich ein wirklich, wirklich sehr, sehr gelungenes, tolles Album. Also gerade der Rhythmusteil, oder sagen Sie auch, dass es Ihnen sehr wichtig war, dass der gut klingt, der ist auch ein bisschen lauter oft, dass die Rhythmus, also Schlagzeug das und Bass zusammen. Das klingt teilweise so, wie bei DJ Shadow, wenn der alte Drums aus 60er Jahren aus Aufnahmen gesampelt hat und dann wieder in seine Tracks mit reingebaut hat. So klingen teilweise deren Drums, die sie wahrscheinlich ja, aber nicht jetzt so produziert haben, sondern tatsächlich komplett neu aufgenommen haben. Also irgendwie da so ein bisschen
Retro-Sound mal anders. Aber es sind natürlich gut. Auch, muss man dazu sagen, zumindest was die Produktion angeht, Könner am Werk gewesen. Also einmal hat ja Flood das Album produziert, den kennt man ja, und der hat schon unglaublich viele Alben produziert. Und auch Nigel Godrich, der Radiohead-Produzent und auch Mitglied von Atoms for Peace, hat auch noch ein bisschen seine Hand angelegt, was den Sound angeht. Also das erklärt vielleicht auch noch so ein bisschen, dass es so besonders gut klingt vielleicht in einigen Punkten, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Könnte ein Grund sein, ja. Könnte ein Grund sein. Palli, du bist ja nun, das ist jetzt, das hört sich schon so nach Männer-Nerd-Gerede an mit diesen Schlagzeug-Sounds. Wie hat es denn auf dich gewirkt, als Frau? Mich als Frau. Ja, auf dich als Frau, ja. Nee, ich schließe mich Christoph an. Also ich finde es eine ganz tolle Platte. Ja. Wo kommen die her? Sind es Amerikanerin? Es wird immer, wie gesagt, Los Angeles ist so ihr kreatives Standbein, wobei die zwei Frauen, die sich am längsten kennen, kommen ursprünglich aus Oregon, sind dann nach New York gezogen, dann dahin gegangen. Schlagzeugerin ist aus Australien, aber wie gesagt, jetzt eine LA-Band, ja. Ich muss gestehen, ich kannte sie vorher noch nicht. Mhm. Und als ich sie mir angehört habe, habe ich gedacht, für mich sind das Schwedinnen. Für mich hat diese, das ist schon mal die Schlagzeile über die Kritik. Für mich sind das Schwedinnen. Ich finde, das ist ein Sound, wie man ihn teilweise eben auch aus der Band-Ecke aus Schweden kennt. Schön düster, ein bisschen skandinavisch, lange Winter. Und auch gerade diese Richtung mit Frauengesang zu arbeiten, der quasi so ein bisschen verhallt, wie du das gerade meintest mit dem Mikro, der irgendwo ist, vielleicht gar nicht präsent am Mikro, der dann so rüber weht. Mhm. So, das erinnert mich schon auch an einige schwedische Bands. Audrey zum Beispiel oder, die so ein bisschen aus der Postrock-Ecke vielleicht kommen. Ich finde es super stimmig, also alles. Mhm. Ne, so auch gerade diese teilweise Versenkung der Stimme in den Sounds, dieses super laid back, was alle Songs haben, die haben eine unglaubliche gelassene Ruhe. Ist eine ganz große Kraft drin und trotzdem durch diese Unaufgeregtheit ist es irgendwie super spannend. Dadurch entsteht irgendwie eine Spannung, die Leute, die sich sehr anstrengen, oft nicht haben. Mhm. So mal. Ja. Und ich hatte oft manchmal doch die Fantasie, so man könnte das auch gut unter Wasser zeigen. Oder auch fürs Video. Eigentlich müssten die unter Wasser spielen und von irgendwo aus der Ferne kommt ein diffuses Licht und alles ist ein bisschen im Schwimmen. So, weil man eben manche Sachen nicht so genau zuordnen kann, was woher kommt. Aber es ist super abgestimmt. Ich glaube, das Cover passt ja dazu. Ja, das Cover passt total. Das war übrigens lustigerweise, du wirst es nicht glauben, aber das war tatsächlich unsere Alternatividee für die Sendung, dass wir sie komplett unter Wasser machen und von da kommt ein Licht daher und wir moderieren dann alles unter dem. Aber mir gefällt es wirklich gut. Mhm. Ja, sehr, sehr schönes Album. Also ich finde, bei diesem Album bin ich tatsächlich so ein ganz bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits immer wieder denke, wie gesagt, also optisch sowieso schon mal dieses Cover, da denke ich jedes Mal, boah, das ist ja, schon das ist ein Grund, sich das Album auf Vinyl zu kaufen tatsächlich. Ich höre es mir auch immer wieder sehr gerne an und dann komme ich immer wieder an diesen Punkt, dass ich denke, zwei, drei Songs oder es ist einfach relativ viel auf dem Album, das für mich... Als Song, vielleicht ist das aber auch dieses Entspannte, dieses wir lassen uns eben eher so ein bisschen anwehen von der Musik und gucken mal, was dabei rauskommt. An zwei Stellen vermisse ich tatsächlich so ein bisschen die Songhafte, was zum Beispiel bei so einem Stück wie Love is to Die auf jeden Fall vorhanden ist. Aber es gibt auch ein paar Stücke, die so noch mehr vor sich hin mäandern. Das ist vielleicht so ein bisschen dieses Shoegazing. Das erinnert zum Beispiel, weil du hast gerade die Schwedinnen erwähnt, die werden sich im Zweifel vielleicht wieder anlehnen an Vorbilder wie Cocteau Twins, die für mich auch so ein bisschen da anklingen sicherlich. War in meiner Jugend eine meiner liebsten Bands, also und schöner Schluss. Warpaint haben sich auch im Interview, was ich sehr, sehr sympathisch finde, sogar auch dazu für ihre Liebe zu Enya bekannt. Das fand ich sehr interessant. Passt aber auch irgendwo. Ja, doch, das passt auch. Naja, nur weil du die auch magst. Ja, Enya ist doch eine deiner Liebsten, oder? Ja, hat ein Enya-T-Shirt heute zufällig sogar. Man braucht ja auch Feindbilder und das ist natürlich schön, dass jemand wie Enya gibt. So wie OMD zum Beispiel. Ist auch toll, dass es sie gibt. Dann kann man zumindest das ja, die nächste Sendung machen dann Palli und ich ganz alleine. Aber wir blenden unten immer die Feindbilder-Namen ein. Das die ganze ist eine Sendung durch. Idee. Also insofern ist es bei mir so, dass ich bei diesem Album immer nicht ganz sicher mir bin, finde ich es jetzt ganz toll oder finde ich es nur so ganz gut? Also weil ganz gut ist auf jeden Fall, was du schon gesagt hast, es klingt unglaublich toll, sie bauen eine tolle Atmosphäre auf, ich höre es mir auch immer wieder tatsächlich gerne an, also es ist nicht so, dass ich denke, ach, ist das langweilig, aber ich merke manchmal beim Hören, ich habe irgendwie jetzt an ein, zwei Stellen, hätte ich noch was erwartet oder hätte ich gedacht, ach, mir wäre es jetzt persönlich lieber, wenn noch was käme. Irgendwas, ob es jetzt eine andere Wendung im Song ist oder was auch immer, ich weiß es nicht so genau. Also da, mir fehlt ein ganz kleines bisschen was, aber ich glaube, das ist auch, wir mängeln heute viel auf einem relativ hohen Niveau rum, insofern kann man auch hier festhalten, Warpaint sind schon du mängelst heute viel. Ja, ich, eigentlich nur ich. Genau. Ich bin ja hier auch der Mängler, genau.
Nennt mich nicht. Diesen Wortwitz erspare ich jetzt allen. Sie können ihn sich zu Hause gerne selber ausdenken und uns per Post einschicken. Falls Sie noch per Post irgendwas schicken, falls Sie es nicht per Post schicken, können Sie es auch einfach direkt der NSA mailen.